Heute gibt es in Deutschland rund 42 Millionen Wohnungen. Die allermeisten auf dem freien Markt. Für viele unbezahlbar. Öffentlich geförderte Genossenschaften bieten günstigere Mieten an. Sie haben ca. 2,2 Millionen Wohnungen. Dazu kommen derzeit 1,2 Millionen Sozialwohnungen mit günstigen Mieten. Und früher? Um 1900 ist die Wohnsituation in den deutschen Städten miserabel. Arbeitssuchende strömen in die Stadt. Wohnraum wird immer knapper. Baugenossenschaften werden gegründet, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Im Jahr 1900 sind es rund 360. 1914 schon fast 1350. Diese Selbsthilfeorganisationen bekommen staatliche Hilfe. Günstige Kredite, um preiswerte Wohnungen bauen zu können. Der Erste Weltkrieg. An Bautätigkeit ist nicht zu denken. Jetzt geht es ums Überleben. Das Motto nach dem Krieg, nach 1918, neues Bauen für eine neue Zeit. Wohnanlagen in einem neuen Architekturstil. Sie prägen noch heute ganze Viertel in deutschen Städten. Neue Sachlichkeit, schlicht und funktional. Das soziale Miteinander und gesunde Lebensbedingungen immer im Blick. Die Genossenschaften blühen wieder auf. 1926 sind es schon über 3.900. Fast dreimal so viele wie vor dem Ersten Weltkrieg. Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften entstehen. 1926 tragen sie mit staatlicher Hilfe fast 60% des gesamten Wohnungsbauvolumens in Deutschland. Günstige Mietwohnungen. Zweiter Weltkrieg. In den deutschen Städten 50% der Wohnfläche in Trümmern. Rund 12 Millionen Vertriebene und Flüchtlinge kommen. 1950 fehlen in der Bundesrepublik mindestens 4,8 Millionen Wohnungen. Wieder greift der Staat ein und fördert günstige Mietwohnungen. Das neue Instrument: Sozialwohnungen. Mehr Geld, mehr Wohnungen, aber auch mehr Vorschriften. Allein 1950 entstehen so 319.000 Wohnungen. Langsam gehen die Zahlen zurück. 1988 sind es nur noch 23.000. Der Bedarf ist aus Sicht der Politik gedeckt. 2001 gibt es so gut wie keine Förderung mehr für den sozialen Wohnungsbau. Stattdessen werden Sozialwohnungen in ganz normale Wohnungen umgewandelt. Über 1 Million Sozialwohnungen sind so in den letzten 10 Jahren auf dem freien Markt gelandet. Dort explodieren die Mieten. Und mangels bezahlbarer Wohnungen herrscht heute wieder Wohnungsnot.